Axel Jamfi, 1:1 an der Hafenstraße in Essen. Wie ist das Gefühl nach dem Spiel? Ist es ein gewonnener Punkt oder sind es zwei verlorene? Wenn man in Führung geht, sind es dann eher zwei verlorene. Aber ja, wenn man so das Spiel beobachtet hat, dann geht, glaube ich, ein Punkt in Ordnung. Ihr seid in Führung gegangen, gefühlt so mit der ersten Chance, hattet aber auch defensiv, glaube ich, in der ersten Halbzeit alles im Griff, oder? Ja, also wir haben schon ein bisschen mehr zugelassen, dann im letzten Moment noch zum Glück geklärt. Und ja, aus dem Nächsten, manchmal muss man auch in so ein Auswärtsspiel, dann braucht man so einen Dosenöffner. Ich freue mich auch für Eule, erstes Saisontor, ja. Zweite Halbzeit ist Essen über lange Bälle, über lange Einwürfe immer wieder ins Spiel gekommen, hat gefährliche Bälle gehabt und dann irgendwann den Ausgleich erzielt. Würdest du es so unterschreiben? Ja, die haben dann natürlich sehr früh den Ball scharf gemacht, viele Flanken gespielt und hatten natürlich auch zwei Außenverteidiger, die lang einwerfen konnten. Ja, es ging nicht unbedingt um den ersten Ball, sondern um den zweiten Ball, den wir meistens nicht unbedingt gehabt haben. So kassieren wir auch leider das Tor. Ja, und dann haben die uns einfach dann auch, muss man auch sagen, dann natürlich Heimspiel auf deren Kurve, haben die uns dann irgendwie reingedrückt. Und ja, deswegen, also erste Halbzeit ging ein bisschen an uns, zweite Halbzeit an die und dann geht schon in Ordnung so. Ihr hattet aber durchaus noch Chancen, wenn ich an Noel denke, der kurz vor dem 1-1 dieses 2-0 auf dem Fuß hat. Und dann haben wir über Robert zum Beispiel auch noch durchaus ein, zwei wirklich gute Chancen. Ja, war, wie gesagt, von Chance auf Noel gut gespielt. Ja, schade, dass wir uns da nicht belohnen, auch mit Robert. Da hat, glaube ich, noch Heidi noch eine Nachschusschance. Ja, sollte heute nicht sein. Sind die Beine jetzt schwer oder ist die Vorfreude schon Richtung Samstag wieder das nächste Heimspiel? Ja, Beine sind schwer, weil nicht so viele Tage, die wir hatten. Jetzt haben wir einen Tag mehr, glaube ich, bis Freiburg. Und ja, man freut sich natürlich auf das Heimspiel. Man regeneriert gut und nimmt den Punkt mit. Danke dir.